Und damit direkt willkommen zurück. Ich habe jetzt im Endeffekt, seitdem ihr die letzte Folge gesehen habt, habe ich ja quasi direkt weiter aufgenommen. Und wir sind immer noch dabei, den Planeten jetzt etwas bewohnbarer zu machen. Wir müssten eigentlich echt noch Gravel finden. Das wäre halt gut. Sonst können wir halt kein Feuerzeug bauen. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja. Ich bringe es mal wieder. Ich gucke jetzt mal eben, ob ich ein Lagerfeuer gebaut bekomme. Ich sehe ganz unten einen Hund. Den kriege ich aber niemals nach oben gezogen. Wo denn? Da, wo ich jetzt bin, ganz unten. Aber den siehst du von hier, glaube ich, gar nicht. Da, ganz unten. Ganz da unten. Ja, genau. Ich sehe schon, liegt gleich einer von uns unten. Ich sage es dir. Einer von uns wird gleich unten liegen. Das Problem ist jetzt, also wird jetzt auch schon wieder gleich. Nee, warte mal, es wird noch nicht nachts so, okay. Ich nehme den Baum hier noch eben mit. Also wenn du ein Häuschen bauen willst, dann... Guck mal, ich habe mal den Grundriss grob abgesteckt, ob das so für dich in Ordnung ist. Von dem Haus? Ja. Von unserer Traumvilla? Ja, passt schon. Aber mit der Farbe? Haben wir denn davon genug? Was? Das ist halt Birkenholz. Wir können das andere nehmen. Das war jetzt erstmal nur für den Grundriss, mal zum Gucken. Wir können das ja so als Außending lassen. Ich kann dir nichts mehr füttern. Die anderen doch für die Mitte nehmen. Ah, ein, zwei konnte ich noch füttern. Perfekt. So. Brumms, ouch. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Gravel. Kann ich hier mit dem Fußboden bauen. Aber ich baue erstmal, glaube ich. Ich baue Steinboden und dann baue ich Holzwände einfach. Warte mal. Der kann weg. Ich tue jetzt mal alles weg, was ich jetzt hier nicht unbedingt brauche. Steinboden geht auch nicht. Habe ich auch nicht genug von. Ja, doch. Wasser brauche ich vielleicht noch, den Goldbarren brauche ich nicht, das Weizen brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Ich schmelze jetzt erstmal noch den restlichen Kack hier ein. Bauen wir eben noch einen zweiten Ofen. Und dann gucken wir mal weiter. So. Zweiter Ofen am Start, zack, 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 den setze ich jetzt mal daneben. Kommt das jetzt rein? So. Also jetzt wird's gerade Nacht. Jetzt können wir vielleicht gleich wirklich mal eben pennen. Ja, komm. Was ich jetzt als erstes mal eben mache, warte. Nein, erst geht's jetzt ins Bettchen. Komm. Danach können wir immer noch. Danach können wir immer noch was anderes machen. So. Ich würde auch mal sagen. Warte mal, hier ist die Mitte, ne? Wo du das jetzt hier gebaut hast. Da ist die Mitte. Ja, genau. Dann grabe ich mich sehr grob. Dann grabe ich mich da jetzt runter. Aber nicht komplett. Und Vorsicht beim Rausgehen, kann natürlich sein, dass hier jetzt wieder noch irgendwo Creeper sind. Ja, hier ist ein. Ernsthaft? Hier ist ein Zombie im Haus. Zombie ist okay. Ja, wie kommt der denn hier rein? Das weiß ich nicht. Hier hinten ist wahrscheinlich noch was. Dunkel. Also, ich brauche jetzt erst einmal ein bisschen Eisen. Komm, wir haben ja sowieso einfach irgendwo einen Creeper drin, so random. Ich überlege gerade mal noch, warte mal. So, ich habe noch so viel Holz. Womit hast du das denn gebaut da? Eichenholz oder was? Was denn? Die Umrandung mit Birke? Nimm lieber Eichenholz, weil wir davon viel mehr haben. Ja, das können wir ja machen. Dann ist nur der unterste Rand halt Birke. Das ist dann so eine Absetzung. Ein paar Cobblestone zu wenig. Jetzt bulle ich mich hier echt so runter und dann werden wir ja sehen, was passiert. So, einen Diamant direkt mal gefunden. Oh, ich habe keine Kohle. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen was holen, wenn ich hochgehe? Warte mal. Müssen wir noch ein paar Fackeln machen können. Mehr Fackeln, so. Mal looken. So, das passt. 24 Fackeln, das passt auch. Hier gehe ich jetzt nämlich gerade runter, das passt auch. Es muss irgendwo muss jetzt hier gleich was sein, wenn man gerade runter geht. Es kann nicht anders sein. Zumindest relativ gerade runter.
Ja gut, Gold brauchen wir jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Ja, nicht unbedingt, ne? Da ist noch Stein. Okay, das heißt, ich muss noch ein bisschen weiter nach... da. Ein bisschen weiter nach da. Na, noch ein Dia. Noch kein einziger Smaragd, kann das sein? Ich hab noch keinen, ne. Irgendwo muss doch etwas sein in diesem Planeten. Es kann nicht anders sein. Es kann nicht anders sein, als dass hier irgendwo was ist. Es gibt es nicht. Was machst du denn jetzt gerade draußen? Diesen Riesenbaum abholzen, den du noch hier stehen gelassen hast. Ja. Und dann mal so ein bisschen die Umrisse von dem Häuschen zu Ende bauen. Welche Ebene bist du gerade? Kannst du mir das mal eben ganz schnell sagen? 100. Okay, ich bin nämlich gerade erstmal Ebene 83. Ist ja an für sich noch ein bisschen... ein bisschen hoch. Es gibt es echt nicht. Ich meine, ich habe ja so viel Stein und so viel Materialien, aber irgendwie ein geheimer Raum oder sowas, den habe ich noch nicht gefunden. Und ich habe es nicht, ich habe diese Welt nicht nachgeguckt. Ich hätte mir natürlich auch, okay, hier ist eine andere von uns. Also ich hätte es natürlich auch nachgucken können, aber ich wollte mich ja nicht spoilern. Deswegen, ich vermute halt, dass hier noch irgendwo was ist, aber sicher sagen kann ich es halt nicht. Das ist halt so der Punkt. Ich weiß es nicht sicher. Kann sein, dass ich jetzt hier irgendwie was finde. Okay, ist auch nochmal ein Gang von uns. Ist zumindest schon mal gut, dann haben wir ein bisschen mehr Beleuchtung hier. Aber ansonsten... Das gibt es doch nicht. Oh, Moment. Ruhig. Ich höre Monster. Rechts von mir? Links? Keine Ahnung. Ja, es kann ja auch irgendein Gang sein, einfach. Wo sind die denn? Ich höre die über mir. Okay, wir kommen, glaube ich, näher. Das glaube ich nicht, dass das ein Gang ist. Ich hoffe es zumindest nicht. Ja, wo denn? Gibt's doch nicht. Ich finde hier gar nichts. Okay, das ist schon mal der alte Gang. Ey, ich höre die so nah. Das gibt's nicht. Die müssen hier irgendwo direkt neben mir müssen die sein. Jetzt komme ich langsam. Jetzt kommen wir langsam in die Richtung. Meinst du? Ja, ich höre die direkt neben mir. Oh. Okay, da war ein Creeper. Okay, das war vielleicht doch ein Gang. Ja, yep, das war ein Gang. Der Creeper schon am Zündeln. Ist auch noch, ich muss noch irgendwas sein. Skelett? Hab ich gerade ein Skelett gehört? Was? Ich hab, glaube ich, gerade ein Skelett gehört. Ja, wir können denn hier spawnen? Das ist doch alles verhältnismäßig ausgeleuchtet. Ach, wo war ich jetzt? Hier. Nee. Ich hab mich verlaufen. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab komplett den Überblick verloren, aber deswegen gehe ich jetzt auch wieder hoch, glaube ich. Es ist unmöglich, hier Gravel zu finden. Es ist unmöglich. Warte mal.
Hier nochmal Monster. Es gab ja einen Monster-Spawner. Es gab ja einen Monster-Spawner. Ja, das kann ja sein. Und hier höre ich noch zwei, drei Monster. Mal gucken. Ein Skelett. Sonstige Sachen. Da muss man eine... Okay, hier ist der Monster-Spawner. Definitiv. Ja, oh lol, was ist hier denn? Sandstein. Okay. Da komme ich noch nie im Leben alleine rein. Da musst du mir mal helfen. Jo. Was ist denn da? Kann ich machen. Hä? Das Wasser? Was? Ihr muss jetzt kommen. Wo bist du denn? Jetzt unten drin oder was? Ja. Komm hier zu mir, bitte. Ja, in unserem Häuschen sind Monster. Ich hoffe, da ist kein Creeper drin. Ist schon gerade einer hochgegangen. Ich muss sie nur finden. Okay, da ist noch irgendwas. Moment. Komm. Hast du den gerade gesprengt, den Creeper, oder? Gesprengt, ja. Den habe ich gesprengt. Den Creeper? Creeper? Ja, hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, was hier ist. Aber oben ist ja oben explodiert. Ich hoffe nicht. Nein, den habe ich gesprengt. Ich muss mal erstmal sehen, was hier überhaupt alles ist. Ich bin gerade. Ah ja, lol, das war schon? Okay, hier ist Wasser. Was? Hier ist gar nichts. Ist nur Wasser und ein Raum mit. Hier ist, guck mal, hier ist nicht viel. Wo kommt der denn jetzt gerade her? Ja. Hier ist gar nicht viel los, ne? Na, irgendwie nicht. Was ist denn das hier für ein Block? Eis? Ist das Eis? Nee, ja. Okay, das ist hier alles Schnee. Da muss doch irgendwo noch ein anderer Raum sein. Ich geh jetzt erstmal hoch und guck mal, was du da getrieben hast. Soll ich den Vertaubungstisch jetzt schon mal aufbauen irgendwo? Kannst du. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wo ist denn hier der Ausgang? Ach, hier. Ja, wo der Ausgang richtig ist, das weiß ich auch nicht. Der Ausgang komplett raus ist. Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein. Hier hat auch jemand einen Tisch reingebaut. Hier höre ich den Hund irgendwo. Oh. Ja. Moment. Ich weiß, man soll das nicht machen, aber ich buddel mich mal eben ein paar Blöcke hoch. 1, 2, 3, 4. Totale Dunkelheit. Ja, das Gold lassen wir jetzt mal liegen. Das ist jetzt mal nicht so wichtig. Ich habe immer noch den Hund. Vielleicht kann ich den mitnehmen. Womit kann ich den... mit dem Knochen. Ich habe Knochen. Ich habe einen Knochen. Die Uhr brauchen wir jetzt erstmal nicht im Inventar. Aber Stein. So. 1, 2, 3. Ah, hier bin ich. Perfekt. Oh, es wird Nacht. Wir müssen, schon wieder? Ja, es ist kurz vor knapp. Wir müssen mal im Pennen. Komm, ich fütter die Viecher mal eben. So. Das passt soweit. Er will 20, ich muss unbedingt mal was verzaubern eigentlich, aber wir haben auch nicht genug Leder. Hast du die Kühe überhaupt mal gefüttert? Klar. Nee, du hast sie doch eben gekillt, du. Ja, diese. Aber das waren doch nur 3. Danach, ja, nee, warte mal, 4. Ja, komm. Ach, da liegt er schon. Ach, hat den Schniebel schon in der Hand hier. das Brot. So. 2-1 Risiko. Dann sind wir wieder da. Die Uhr sagt, es ist wieder Tag. Ah, dieser Gravel, der regt mich echt auf. Man kann auch Gravel nicht herstellen, ne? Also Feuerstein. Hallo? Ja, nein, keine Ahnung. Die gleiche Frage habe ich dir eben gestellt. Hast du Nein gesagt? Ja, deswegen kannst du auch antworten jetzt? Ja, hab ich doch. Ja, keine Ahnung.
Brauchst du noch Holz oder sowas? Ja, das ist jetzt die Frage, wie wir hier weitermachen wollen. Ich überlege gerade, also wir bräuchten auf jeden Fall erstmal ein Haus, dann hätten wir schon mal eine Quest wieder geschafft. Ja, die Hühner sind noch fertig gesättigt. Kühe füttern, jawohl. Ich bin nochmal unten, aber ich glaube, ach, das ist auch scheiße, ich kann nicht immer nach unten gehen, das ist auch langweilig, ne? Das ist... Ansonsten würde ich echt vorschlagen, in der nächsten, in der nächsten Folge werden wir mal, ja, werden wir mal rübergehen müssen in die andere Welt. In die richtige Welt. Ja. Wobei, warte mal, ich kann mir eben noch das Lagerfeuer bauen. Ha, das kann man eben noch. Das kannst du ohne Dingsbums. Habe ich mir noch extra noch, ja, Moment, das baue ich nämlich jetzt mal eben. Haben wir denn da alles? Nein, nur noch Sticks brauchen wir noch. 1, 2 Sticks. So, wir brauchen 3 Sticks. Du könntest mal bei Gelegenheit den Sand holen, dann können wir ein bisschen Glas bauen. Ha, ich hab's. Welchen Sand? Ich war das nicht. War das nicht Schnee? War das nicht Sand? Du hast gesagt, es wäre Schnee. Das sind die Eis, die Flächen da, ja, aber. Jetzt bin ich in einem Kackhaufen drin gelandet. Wo ist denn hier noch Platz für ein Lagerfeuer hier neben mal? Werfe mal ein bisschen Erde rüber. Hab ich gerade nicht. Ich hab die mal bei doch 5 habe ich. Warte. Ja. Das ist gut. Ich baue nämlich hier mal eben noch ein bisschen was weg. Und dann baue ich das hier auch mal eben noch weg. Schöner das mal eben noch ein bisschen, denn der Planet sieht echt schon wieder aus wie Kraut und Rüben. Das wird sich aber noch ändern. Er wird noch besser. So, zack, zack. Das passt auch. Baue ich denn die Erde? Die Erde ist da. So. Das sieht doch schon viel besser aus. So. Guck mal, Matthias. Hm? Schön. Mit Rauchsignal. Nein, jetzt habe ich keinen Weizen mitgebracht. Autsch. Man kriegt Schaden, wenn man ins Feuer läuft übrigens. Oh, wer hätte das gedacht? Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. So, wo ist denn unser Kabuff hier? Hier. Mit dem halbfertigen Netherportal. Ich überlege gerade noch, was ich. Warte mal. Das bräuchte ich nicht. War ich auch nicht. Im Ofen ist noch was drin. Das ist echt. Na, das war blöd mit dem Ofen hier. Ist der andere nämlich gar nicht einsehbar. Warum hast du Kohle in den Ofen getan? Hm? Du hast Kohle in den Ofen getan, dein, wo man normalerweise das Zeug hin tut. Oh, okay. Das war keine Ahnung. Und diese Lautstärke hier ist auch geil. Aber ich würde auch sagen, wir sind am Ende von Episode. Was ist das so? Episode 6, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Oh, ich bin wieder ein Zombie. Ja, so GG. In der nächsten Folge wird es wieder spannend, weil wir dann endlich rübergehen in die normale Welt, weil wir unbedingt noch. Ja, im Endeffekt müssen wir nur rüber, um. Feuerstein zu holen. Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal ganz kurz eben noch die Viecher kommen. Habe ich eben. Hast du auch die Kühe gefüttert? Ja. Ja, komm. Kontrolle ist gut hier, ne? Aber noch mehr Kontrolle ist noch besser, sag ich immer. Rüber. Und up. Okay, er hat recht. Aber noch Eier. 7 Stück. Vielleicht haben wir Glück. 1, 2, 3. Hier. Ja. Nein. Wie viel Leben hast du noch? Voll. Warte. Komm mal hier hin. Wie viel hast du jetzt noch? 1,5 weg. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Macht es gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal. Bis denne. Tschüss.